bei mir im Studio. Danke, dass Sie da sind und danke, dass Sie uns das immer mal erklären, was wir dort sehen und hören. Also wir hören jetzt von Wrackteilen, die gefunden worden sind. Wie muss man sich das vorstellen? Ein Flugzeug stürzt ab und es werden Wrackteile auf der Wasseroberfläche gefunden. Zerbricht das Flugzeug? Was passiert bei Abstürzen? Nun wird sicherlich erstmal geklärt werden müssen, wo die Wrackteile herkommen, ob sie zum Flugzeug gehören. Wenn sie zum Flugzeug gehören, wäre es einerseits verständlich, wenn das Flugzeug aufs Wasser schlägt, bleiben auf jeden Fall Teile über, die schwimmfähig sind. Also es geht nicht das Flugzeug komplett unter, sondern es bleiben genügend Teile, die schwimmfähig sind. Auch Teile der Heckflosse zum Beispiel sind, wenn sie alleine sind, sind schwimmfähig, weil innen drin ein Hartschaum ist, dass da kein Wasser eindringen kann und dann schwimmen die. So sind die Teile feststellbar, hoffentlich dann hinterher auch, dass sie dem Flugzeug zugehörig sind, man so eindeutig sagen kann, dass es tatsächlich ins Wasser gefallen ist, unkontrolliert. Also das Indiz natürlich, dass Gepäckstücke gefunden worden, offenbar gefunden worden, spricht natürlich die Sprache, dass es sich wahrscheinlich dann auch um Passagiergepäck gehandelt hat, was das Ganze nochmal erhärtet. Aber ein Flugzeug, wenn es aus dieser Reiseflughöhe niedergeht, also aus 11.000 Metern Höhe haben wir nun gestern lernen dürfen, erstmal zwischendurch auf 5.000 jedenfalls ist dann der Kontakt abgebrochen. Fällt ein Flugzeug einfach so vom Himmel im ganzen Stück oder zerreißt es das Ganze dann schon in der Luft, je nachdem? Das ist ganz unterschiedlich. Das Flugzeug kann komplett am Stück und aussehend Teile, kann das aufs Wasser fallen. Das haben wir schon erlebt in der Vergangenheit. Und den Aufprall kann es natürlich nicht aushalten und geht dabei zu Bruch. Und, ist ein Flugzeug so fragil? Das wirkt so stabil, wenn man es sieht. Ja, aber man muss sich vorstellen, die Sinkgeschwindigkeit, der Aufprall ist so groß und Wasser, wer schon mal in der Badeanstalt mit der Hand ganz fest aufs Wasser geschlagen hat, wird wissen, dass er das möglichst nicht normal tut, weil es weh tut. Das Wasser hat doch einen erheblichen Widerstand, wenn die Geschwindigkeit nur groß genug ist. Und wenn so ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit aufs Wasser schlägt, dann ist es fast genauso, als wenn es auf einem festen Boden schlägt. Das verträgt natürlich kein Blechgehäuse. Gut, dann haben wir natürlich gestern dann diese Informationen bekommen, dass man Daten aufgenommen hat, dass das Flugzeug eine starke Linkskurve gedreht ist und dass es dann eine 360-Grad-Drehung zumindest vollzogen haben soll, was dafür auch sprechen könnte, dass es ins Taumeln geraten, ins Trudeln. Was spricht das für eine Sprache? Auf jeden Fall deutet es darauf hin, dass es ein unkontrollierter Vorgang gewesen ist. Es gibt also kein erklärtes Verfahren, was in irgendeiner Form so etwas darstellt oder darstellen sollte. Und so wie das dort beschrieben ist, wir wissen jetzt allerdings nicht die zeitlichen Zusammenhänge. Wir wissen, dass es sich einmal nach links gedreht hat und einmal einen Vollkreis nach rechts, in welcher Zeit das gewesen ist. Aber trotzdem spricht alles darauf hin, dass das auf jeden Fall unkontrolliert war und das Flugzeug zu der Zeit nicht mehr steuerbar gewesen ist. Gehen wir ganz kurz noch mal darauf an, wenn es ein Defekt am Flugzeug war, dass ein System nicht funktionierte oder dass ein Teil abgerissen ist von einem Flugzeug, was könnte dann zum Beispiel Auslöser von solchen unkontrollierten oder ungewöhnlichen Flugbewegungen sein? Es spricht einiges dafür, weil die Technik doch so außerordentlich selten nicht mehr funktioniert in der Reiseflughöhe und solches zur Folge hat, dass hier eine große Einwirkung gewesen ist, zum Beispiel eine Bombe, dass also das Flugzeug irgendwo in seiner Funktion so gestört ist, dass es überhaupt nicht mehr flugfähig war und nicht mehr handelbar, nicht mehr steuerbar. Also eine Tragfläche reißt nicht einfach so ab, ein Seitenruder auch nicht? Das ist so unwahrscheinlich, dass man sich wirklich überhaupt keine Gedanken machen muss. Also dass ein Flugzeug in der Reiseflughöhe noch so, wie das beschrieben ist, da ist auch noch nicht einmal das Wetter auch nur als Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Und was sonst aber auch trotzdem ausgeschlossen sein kann, dass ein Flugzeug wegen des Wetters zerbricht, das sind also Einwirkungen, die auf jeden Fall nicht dieser Art sind, die der Konstruktion zugeschrieben werden können. Gehen wir mal diesen Nachrichten weiter nach. Also es wurde noch mit dem Piloten gesprochen im griechischen Luftraum. Dann der Übergang in den Luftraum von Ägypten, der erfolgte, der war sichtbar, aber ohne Abmeldung. Also Piloten melden sich normalerweise aus einem Luftraum ab und melden sich dann wieder an, ist das richtig? Ja, also wenn sie einen Luftraum verlassen, melden sie sich ab, verbal, in der Regel verbal, und melden sich unmittelbar danach auf einer neuen Frequenz bei dem Fluggebiet, das sie einfliegen, melden sich wieder an. Das heißt also, die haben sich bei den Griechen abgemeldet, aber so wie wir jetzt wissen, haben sich bei den wohl nicht abgemeldet sogar. Das ist wohl nicht abgemeldet, war dann die letzte Information. Und nun muss man natürlich sagen, sie haben aber eine Radarüberwachung noch gehabt, sodass man also das Flugzeug noch verfolgen konnte. Sonst müsste man annehmen, es könnte ja auch
passiert sein, unmittelbar nach der letzten Meldung, die natürlich Minuten oder viele Minuten zurückliegen kann. Mhm. Aber das Radarbild ist offensichtlich da gewesen und daraus haben die auch dann die Folge geschlossen, dass es also diese Flugbewegung gemacht hat, die wir uns zunächst nicht erklären können. Wie verschwindet so ein Flugzeug vom Radar? Wie muss man sich das vorstellen? Weil wenn das Flugzeug in der Luft ist, muss doch ein Radarbild, ein Radarsignal auffangbar sein. Das Radarsignal ist zunächst einmal nur ein winziges Pünktchen, aber üblicherweise ist es mehr, weil in dem Moment, wo der Radarstrahl das Flugzeug trifft, sofort das Flugzeug von sich aus einen Code aussendet mit verschiedenen Daten, zum Beispiel auch wer es ist, der Flughöhe, der Geschwindigkeit, der Richtung. Und dieses Signal ist natürlich nur so lange wird nur so lange ausgesendet, solange das Flugzeug auch dies kann, das heißt also intakt ist. Ist das nicht der Fall, können die Radargeräte das als Pünktchen sehen, dann haben sie allerdings keine Zuordnung, wenn viel Verkehr ist, schon gar nicht zu wissen, wer nun das ist. Das ist ja wohl geschehen dort, aber die Radarstrahlen, das Radargerät kann also nicht beliebig tief gehen, das heißt also bis zum Boden nicht. Da, so wie wir das da gehört haben, sind es ungefähr 10.000 oder 15.000 Fuß. 5.000 Meter, ungefähr 5.000 Meter, darunter geht es nicht. Häufig ist auch so, dass es abgeschaltet ist aus technischen Gründen, weil unten der Individualverkehr ist und man den nicht auf dem Schirm haben will, weil das nur stört. Gut, das jetzt zu den Dingen, die technisch passieren könnten. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, es spricht vieles dafür, und das wird ja auch sehr deutlich formuliert, dass es eine Fremdeinwirkung vielleicht terroristischer Art gegeben hat. Also eine sehr eindeutige Zuordnung, die von vielen Seiten kommt. Dem muss man natürlich jetzt nachgehen in der Weise, dass man erst einmal Aufschluss über die Abschlussursache bekommt. Die bekommt man normalerweise anhand der Wrackteile. Wenn man sie denn findet, dann weiß man, in welcher Weise etwas eingewirkt hat. Und vom Flugschreiber. Das wichtigste Teil sind die beiden Flugschreiber. Ja. Die beiden, die senden auch ein Signal aus. Man kann sie orten und wir gehen noch mal davon aus, dass in allerkürzester Zeit die ausfindig gemacht werden. Dann müssen sie allerdings erstmal an Land gebracht werden und sie müssen ausgewertet werden. Das kann also schon einige Tage dauern. Da gibt es nun zwei Möglichkeiten. Die haben funktioniert, bis das Flugzeug aufs Wasser aufgetroffen ist. Oder sie haben bereits ihren Dienst quittiert, als das Flugzeug beschädigt wurde in Reiseflughöhe, wenn wir mal davon ausgehen. Dann hören die auf zu arbeiten. Dann hören die auf zu arbeiten. Das ist natürlich möglich. Also die beiden Möglichkeiten bestehen. Warum laufen solche Geräte dann nicht weiter? Die bekommen ja Informationen vom Flugzeug. Die greifen also wie eine Krake, greifen die an sämtliche Stellen des Flugzeugs, um diese Informationen zu sammeln. Und wenn jetzt da nichts mehr ist, dann können sie auch nichts mehr aufzeichnen. Gut, aber manchmal ist ja auch das Nichtvorhandensein von Daten vielleicht eine Aufzeichnung wert. Das wäre dann auch noch ein Aufschluss. Gut, also diese Flugschreiber müssen jetzt gefunden werden.